Eine Schürze schützt die Kleidung beim Plätzchenbacken und ist zudem ein hübscher Blickfang. Mit unseren Tipps nähen Sie sich so ein schönes Stück im Handumdrehen selbst. Als Muster nutzen wir den Burda-Schnitt Küchenschürze. Legen Sie außerdem passendes Nähgarn und einen Stoffmarkierstift bereit. Für das obere Vorderteil sowie den Schürzenteil verwenden wir einen Baumwollstoff mit Sternchenmuster. Das untere Vorderteil, die Taschen und die Rüschen setzen wir mit einem gepunkteten Baumwollstoff ab. Für die Innenseiten benötigen Sie einen einfarbig weißen Baumwollstoff, damit das Muster auf der Rückseite nicht durchschimmert. Schneiden Sie aus dem Burda-Schnitt die Schnittteile 1 bis 5 in der benötigten Schnittgröße aus. Legen Sie den Sternenstoff rechts auf rechts und stecken Sie die Schnittteile 1 und 3 auf. Schnittteil 3 liegt am Stoffbruch an. Schneiden Sie die Teile auf und achten Sie darauf, dass Sie an allen Kanten 1,5 cm für Saum und Naht dazugeben. Das Schnittteil 1 schneiden Sie auch für den weißen Baumwollstoff aus. Für die Schnittteile 2, 4 und 5 verwenden Sie den gepunkteten Stoff. Die Schnittteile 2 und 4 liegen wieder am Stoffbruch an. Zeichnen Sie für die Bindebänder der Schürze 2 Streifen Pünktchenstoff an. Sie müssen jeweils 97 cm lang und inklusive Nahtzugabe 8 cm breit sein. Für den Träger wird ein 24 cm langer und 8 cm breiter Streifen inklusive Nahtzugabe benötigt. Sobald alle Teile bereit liegen, übertragen Sie die Nahtzahlen und Linien mit einem Markierstift auf den Stoff und entfernen das Schnittpapier. Zunächst nähen wir nun das Oberteil der Schürze mit den Dreieckseinsätzen und dem gepunkteten Vorderteil. Bügeln Sie dazu an den dreieckigen Stoffteilen die Nahtzugaben an der oberen Kante um. Die Sternenstoffteile legen Sie jeweils rechts auf die dazu passenden Stoffteile in Weiß und nähen sie zusammen. Die Nahtzugaben schneiden Sie an der Rundung ein. Danach wenden Sie die Vorderteile und bügeln diese flach. Legen Sie die beiden Teile übereinander und stecken Sie sie fest. Achten Sie dabei auf die Linie des Schnittes. Die Unterkanten nähen Sie mit großen Stichen zusammen. Das gepunktete Vorderteil schließt das Schürzenoberteil ab. Bügeln Sie die Nahtzugaben an den seitlichen Kanten um. Stecken Sie die beiden Dreieckseinsätze jeweils rechts auf rechts auf die obere Kante des gepunkteten Vorderteils. Das andere, untere Vorderteil stecken Sie gegengleich fest. Nähen Sie dann die beiden unteren Vorderteile bis zur seitlichen Kante fest. Wenden Sie das untere Vorderteil und bügeln es. Nun geht es an das Schürzenteil. Bügeln Sie am Schürzenteil die Nahtzugabe an der Seitennaht um und steppen Sie sie ab. Das Rüschenteil nähen Sie zu einem langen Streifen zusammen. Bügeln Sie die Rüschen an der Umbruchslinie und nähen Sie die Enden um. Die offenen Kanten steppen Sie zweimal nebeneinander mit großen Stichen ab. Halten Sie die Unterfäden fest und schieben den Stoff zusammen, bis der Streifen so lang ist wie das Schürzenteil. Verknoten Sie die Fäden und verteilen Sie die Reihung im Stoff schön gleichmäßig über die gesamte Länge. Stecken Sie die fertige Rüsche auf die rechte Seite des Schürzenteils und nähen diese fest. Die Nahtzugabe wird zusammengefasst, versäubert und umgebügelt. Nun führen wir die beiden Schürzenteile zusammen. Stecken Sie dazu das Oberteil rechts auf rechts auf das Schürzenteil. Die weiße Seite des Oberteils ist auf der Rückseite der Schürze. Das Bindeband wird nun gefaltet und gebügelt.
Zuerst bügeln Sie links und rechts die Nahtzugabe von 1,5 cm ein. Falten Sie das Band in der Mitte und bügeln Sie es erneut zusammen. Stecken Sie das Bindeband ans Schürzenteil. Das Ende liegt ca. 1 cm auf der Zugabe des Oberteils. Dann nähen Sie Oberteil und Band an das Schürzenteil. Die Bindebänder schlagen Sie an beiden Seiten 1,5 cm nach innen, stecken Sie fest und vernähen Sie. Legen Sie das Vorderteil nach oben. Schlagen Sie die Nahtzugabe des inneren Vorderteils ein, stecken Sie sie auf die Ansatznaht und nähen Sie sie fest. Steppen Sie die schmalen seitlichen Kanten auf die Bänder. Der Trägerstreifen wird rechts auf rechts zusammengelegt, 1,5 cm breit abgenäht und gewendet. Schieben Sie den Trägerstreifen in die offene Kante des Vorderteils und nähen ihn schmal ab. Nähen Sie die Taschenteile rechts auf rechts, wobei Sie eine Öffnung zum Wenden lassen. Schneiden Sie die Nahtzugabe ein. Wenden Sie die Taschenteile. Die offenen Kanten werden eingeschlagen und gebügelt. Anschließend legen Sie die Taschen an die Anschlusslinien, stecken sie fest und nähen sie an. Natürlich können Sie auch andere Stoffe und Muster für Ihr ganz persönliches Modell verwenden. Eine tolle Auswahl finden Sie bei www.butinette.com.